Unser Ziel war und ist es, Arbeitsplätze für Menschen hauptsächlich mit psychischen Erkrankungen zu schaffen. Mit dem Ziel, dass sie einfach wieder autark leben können. Die Aufgaben sind in jedem Bereich, einmal natürlich administrativ, aber auch im Lager. Also jede Abteilung ist inklusiv besetzt. Wir haben eine IT-Abteilung, wir haben die Mediengestaltung, wo unser alljährlich erscheinender Katalog entsteht. Dann das Versandhaus, wo die Ware gepickt und versendet wird. Mir geht jeden Tag das Herz auf, wenn ich sehe, dass unsere Mitarbeitenden eigene Autos haben, eigene Wohnungen haben zum Teil, ihr Leben so gut bewerkstelligen können, jeden Tag in die Arbeit kommen, obwohl sie ja Medikamente einnehmen. Die Krankheitsquote bei uns relativ gering ist im Vergleich zu anderen. Wir sind ein Teil davon, jemand auf einem guten, gesunden Weg zu begleiten. Unser Projekt in dem Bereich Wohnen besteht darin, dass wir an Leute vermieten, die auf dem ersten Wohnungsmarkt Schwierigkeiten haben. Kranke, Behinderte. Wir untervermieten die Wohnung, die wir als Hauptmieter von verschiedenen Wohnungseigentümern übernommen haben. Wir haben 8 Wohnungen in einem Wohnobjekt, in dem wir uns jetzt im Moment befinden. Und in dem wird auch eine weitere Wohnung hergerichtet. Also unser Verein finanziert sich hauptsächlich durch die Mitgliedsbeiträge und durch Spenden, die von außenstehenden Personen, die mit der Psychiatrie im weitesten Sinne ein bisschen vertraut sind und Sympathisanten sind. Wir würden uns freuen, wenn Leute aus dem weiteren Umfeld bereit sind, uns durch Spenden zu unterstützen.